Wenn ich eine Sache schon immer können wollte, aber leider nicht kann, ist es mit dem Ball zu jonglieren. Also auf Österreichisch zu gabeln. Das sieht nicht nur von außen extremst nice aus, sondern es ist auch selber ein cooles Gefühl, wenn man gut mit dem Ball umgehen kann. Ich habe jedoch absolut kein gutes Ballgefühl. Mein Rekord liegt bei, glaube ich, 8-mal hochhalten. Doch das will ich in diesem Video ändern, indem ich in 14 Tagen lerne, wie man den Ball beliebig oft hochhalten kann. Den Ball zu jonglieren ist etwas, was ich immer schon können wollte, aber ich habe mir nie die Zeit genommen, das Ganze mal richtig zu üben. Dementsprechend waren 5 Ballberührungen eigentlich schon eine Glanzleistung und immer wenn der Ball auf meinen linken Fuß gesprungen ist, konnte ich ihn eigentlich schon wiederholen gehen. Man muss dazu sagen, ich bin jetzt kein Fußballer, ich spiele ab und zu so zum Spaß, aber gabeln kann man trotzdem können. Und so bin ich auf ein Video gestoßen, wodurch man das relativ leicht lernen kann. Auf YouTube gibt es zwar sehr viele Tutorials dazu, aber das Video von All About Football beginnt wirklich bei den Grundlagen mit sehr einfachen Übungen und das ist ja dann genau das Richtige für mich. So, wir haben Tag 1, jetzt beginnt das Ganze. Aktuell sieht mein Gabeln noch circa so aus. Ich habe ein paar YouTube-Tutorials angesehen, womit ich jetzt das Ganze lernen werde und darum geht es jetzt ab ans Üben. Bevor man beginnt, muss man jedoch gewisse Grundlagen beachten. Zum Beispiel muss man immer einen festen Stand haben und die Fußspitze gerade ausstrecken, weil sonst springt halt der Ball weg. Außerdem soll man auch nicht zu hoch spielen, knapp über die Knie ist eine ganz gute Höhe. Also genau das, was ich bis jetzt noch nie gemacht habe. Ich dachte immer, man sollte den Ball höher spielen. Wenn man das aber mal weiß, kann man schon mit den ersten Übungen beginnen. Hier schießt man den Ball mit dem Fuß immer zurück zu den Händen. Das sollte ich ja gerade noch so hinbekommen. Man sollte alle Übungen immer beidfüßig machen, weil man ja auch später mit beiden Füßen den Ball hochhalten will und sonst wird das Ungleichgewicht zwischen den Beinen ja immer größer. Anschließend kann man den Ball schon mit mehreren Berührungen wieder in die Hände zurückschießen. Wenn man das geschafft hat, soll man beide Beine verwenden und den Ball erst dann zurückschießen. So, das waren jetzt die ersten Übungen. Ich habe alles hinbekommen, aber es ist auf jeden Fall noch ausbaufähig und jetzt kann man dann schon beginnen, den Ball währenddessen am Boden aufkommen zu lassen und ihn dann wieder hochzuspielen. Hier kann man zu Beginn auch erst mit einem Kontakt beginnen und dann erst mehrere einbauen. Dann verwendet man natürlich auch beide Füße. Das ging am Anfang gar nicht so leicht. Das ist jetzt schon etwas schwieriger, aber darum heißt es weiter üben. Das war die erste Einheit. Ich habe noch viel zu tun. Es ist noch nicht alles ganz so sicher, aber ich werde weiter üben. Dann werde ich immer besser werden. Hoffentlich. Die nächsten Tage habe ich probiert, die vorher erwähnten Übungen immer besser zu können, um dann auch manchmal frei zu jonglieren und meinen Rekord aufzubessern. Ich habe jeden Tag mindestens 30 Minuten lang geübt. Egal wo ich hingefahren bin, ich habe mir immer einen Fußball mitgenommen und auch versucht, meinen Rekord aufzustellen. So, wir haben Tag 3. Es wird jeden Tag besser. Ich habe immer ein besseres Gefühl mit dem Ball und mein Rekord ist jetzt bei 17. Aber da geht noch mehr. Ich kann jetzt mittlerweile alle Vorstufen aus dem Video. Das heißt, ich versuche jetzt einfach den Ball so oft wie möglich hochzuhalten, um meinen aufgestellten Rekord wieder zu brechen. Obwohl ich jeden Tag geübt habe, konnte ich irgendwie nicht so gut Fortschritt machen. Ich habe meinen Rekord zwar fast täglich leicht ausgebaut, aber sonst war der Durchschnitt nur bei circa 8-mal jonglieren, bevor der Ball wieder auf den Boden aufgekommen ist. So, wir haben Tag 5. Ich konnte mich wieder etwas verbessern. Ich weiß nicht, das ist schwer zu erklären. Mit der Zeit bekommt man einfach ein Ballgefühl und man weiß dann, wie man den Ball richtig trifft. Trotzdem kann ich jetzt nicht beliebig oft einfach gabeln und es sieht auch noch nicht wirklich professionell aus. Und darum heißt es weiter üben. Man hat es in den Aufnahmen immer wieder gesehen, dass wenn der Ball auf den linken Fuß gekommen ist, dass ich ihn dann halt gerne mit der Innenseite genommen habe. Ich weiß nicht, das ist irgendein Reflex von mir, weil ich Rechtsfuß bin, aber das muss ich mir abgewöhnen. Mit rechts ging es auch gar nicht so schlecht, da konnte ich den Ball dann sogar oft noch retten, aber wenn ich den Ball dann mit links berührt habe, konnte ich ihn auch meistens schon wiederholen gehen. Ja, man braucht Geduld. So, eine Woche ist vorüber, es geht gar nicht so schnell voran, wie ich gedacht habe, besonders mein linker Fuß ist noch sehr schwach, darauf versuche ich den Ball aus Reflex oft mit der Innenseite zu nehmen, obwohl das eigentlich kontraproduktiv ist und so locker sieht das Gabeln eigentlich auch noch nicht aus. Aber ich habe noch Zeit. Ich wollte das Experiment zuerst nur in 7 Tagen machen, aber das hätte man dann noch nicht Balljonglieren nennen können. Und so hatte ich jetzt nur noch 3 Tage Zeit, um zu üben. Wir haben Tag 11. Dafür, dass jetzt schon über 1,5 Wochen vergangen sind, hält sich der Fortschritt noch in Grenzen. Mein Rekord ist 29. Es wird leicht besser, aber es geht doch gar nicht so schnell, würde ich sagen. Aber ein bisschen Zeit habe ich ja noch. Da ich jeden Tag konsequent geübt habe, wurde ich auch leicht besser. Aber es ging gar nicht so schnell, wie ich mir gedacht habe. Ich habe dann auch probiert, zu zweit zu gabeln, aber wenn der Ball zu mir gekommen ist, dann war es manchmal auch schon wieder vorbei. So, wir haben jetzt Tag 14. Ich habe jeden Tag mindestens 30 Minuten lang mit diesem Ball hier verbracht. Und jetzt schauen wir mal, was dabei rausgekommen ist. Das hier ist heute mein erster Versuch.
zwar nicht perfekt, aber gar nicht so schlecht. Mein Rekord liegt bei 50 Mal hochhalten. Dementsprechend kann man schon sagen, dass ich jetzt bald jonglieren kann. Aber ich bin jetzt auch noch kein Brasilianer. Aber wie gut oder wie schlecht war ich jetzt nach 14 Tagen? Also naja, ich würde schon sagen, man kann Fortschritte sehen. Von durchschnittlichen 4 Mal hochhalten geht es jetzt schon etwas besser. Aber auch wenn ich jetzt nicht auf Anhieb 100 Mal den Ball jonglieren kann, kann ich trotzdem ein bisschen mit anderen Leuten gabeln. Es ist einfach ein Ding der Übung. Es geht nicht von einem Tag auf den anderen. Aber ich freue mich, dass ich das jetzt ein bisschen zumindest kann und den Ball auch ein bisschen hochhalten kann. Wenn man das normale Balljonglieren dann gefestigt hat, kann man auch probieren, verschiedene Tricks einzubauen. Da gibt es sehr viel, was man machen kann, zum Beispiel den Around the World, aber das braucht halt sehr viel weitere Übung. Ich überlege, ein Video zu machen, in dem ich in 30 Tagen ein Ballkünstler werden will und versuche eben solche Tricks zu lernen und halt dann schaue, wie weit ich komme. Ich würde dieses Experiment sozusagen dann einfach weiterführen und bis am Ende des Monats probieren, möglichst viele solche Tricks zu lernen. Kommentiert, ob euch das interessiert. Hier sind noch 2 extra für dich ausgewählte Videos, die hast du sicher noch nicht gesehen. Also schau sie dir an und lass ein Abo da, denn die Videos sind sehr viel Aufwand.